Den gucken wir uns doch gleich mal an. Nein. Ich will den Talisman der Schatten sehen. Ich habe ja sowieso noch einen Punkt. Noch ein Talisman. Geschwindigkeit, mit der dich Gegner bemerken. Verringert die Geschwindigkeit, mit der dich Gegner bemerken. Ja, egal. Okay. Ihr Versuch, was? Angriffe haben eine Chance auf 5% doppelten Schaden zu verursachen. Auch kein schlechter Talisman eigentlich. Was habe ich hier? Der Heilung. Gesundheit. Pfeilschaden. Gegner geben 40% schneller mit der Jagd auf. Das ist ganz gut gewesen. Na egal. Noch ein Fuchsbau, und dann habe ich das ausgebaut. Echt jetzt? Kommt mir gar nicht so vor. Okay. Okay. Dann würde ich jetzt kurz diese Werft hier machen. Die kurz alle verjagen und dann noch diese Quest hier. Los geht's. Warte mal. Den Tempel hier habe ich abgeschlossen. Ich frage mich noch immer, wo dieser eine Tempel ist, wo ich nicht hoch konnte. War das der? Ah, das war der. Den kann ich danach machen. Auf geht's zur zerstörten Werft. KG! Komm, mein treues Schlachtross! Mein Schatten, der über das Schlachtfeld huscht. Haben sie einen verbrannt? Dreckschweine. Stellt euch! Dafür werdet ihr bezahlen! Euren besten Kämpfer werde ich besiegen. Euch! Jawohl, Herausforderungsserie. Gewinne eine Herausforderung, werden weitere Gegner auf dich zustürmen. Warte, bis der Angriff Gegner. Ja, okay. Verdammte Banditen. Runter! Au! Deckung! Au! Runter! Komm! Es waren nur Banditen. Aber so sollte niemand sterben. Na gut. Da unten ist sie. Ich sehe sie. Die Schiffswerft. Los geht's. Steht da unten jemand? Sieht fast so aus. Weitere. Es sind drei Stück. Zack! Und tschüss! Au. Nur noch du bist übrig. Das war's. Gut. Was habt ihr dabei gehabt? Tja, ihr solltet keine Pause machen.
Ihr solltet immer schnell weiterziehen. Das lohnt sich fast gar nicht. Bisschen Bambus und Holz. Okay, ein paar Vorräte waren auch dabei. Das ist keine kleine Werft. Oha. Die haben hier alles abgeholzt. Ein Teil. Der kommt auch noch. Tut mir leid, kleiner Bär. Keine Zeit zum Spielen. Man hier irgendwo rein? Nein, dieser Zaun ist perfekt gebaut. Ärgerlich. Oha. Lass die Falken los. Zwei Stück hier am Arbeiten. Immer welche, die Pferde hier sauber machen müssen, ne? Beide geht nicht, ne? Scheiße. Hab. Dem Ding muss so, hä? Hä? Ha! Attack! Vergiss es! Danke für die Kuna ist. Zwei, aber... Chirhavo! Yasumbe! Chirhavo! Mist! Was zum Beispiel Gute? Verdammt! Hat nicht geklappt. Ich hab gedacht, er kommt näher an ihn ran. Verdammt. Chiharu! Yasumbe! Idiot. Wenn man zurückläuft, sollte man auf seinen Rücken achten. Okay. Die am Feuer sind auch erledigt. Weitere Wachen. Erst beobachten. Der mit dem Stock hält hier Wache. Läuft jetzt aber aus dem Sichtfeld des Bogenschützen. Kann erledigt werden. Oh.
Hey. Bye bye. Wieder einer weniger. Okay, was haben wir hier? Pfeile. Schnell alles einsammeln, sonst muss ich nachher wieder rumrennen und suchen. Okay. In dem Zelt war ich auch noch nicht. Na dann rein ins Zelt. Da ist ja noch einer, der schläft. Tja. Angenehm, Totentraum. Noch einer? Nein. Ah. Voll. Oh, Rauchbombe und... Schalte ich gleich mal um auf Rauchbombe, falls ich erwischt werde. Na komm. Flieg. Kleiner Falke, flieg. Eisen. Perfekt. Okay. Da ist auch noch ein Vogel, der befreit werden muss. Flieg, kleiner Falke, komm. Vier Banner. Okay. Ab. Ah. Zwei Stück stehen am Feuer, vergnügen sich, haben Spaß am Leben. Was für ein riesiges Boot, bitte. Es gibt ein großes Feuer. Als erstes muss ich irgendwie keine Ahnung. Moment. Drinnen ist auf jeden Fall keiner mehr. Scheinen nur die zwei zu sein. Hui! Harvo! Yasumbe! Hui! Sehr gut. Schnell! Nein! Sehr gut. Puh. Das war knapp. Komm, Falke. Flieg, meine ich, kleiner Falke. Okay. Drüben sind noch welche. Ich durchsuche erst noch die Zelte. Ist auf jeden Fall wieder Eisen. Sonst nichts. Das ist auch ein Banner. Eine Kiste. Sehr gut. Haftbomben. Und Windglocken. Ich dachte mir, dass da einer ist. Aber wo? Ah. Zwei Stück, um genau zu sein. Drei Stück. Verdammt. Er läuft wieder runter.
Zeit zu sterben. Dreckiger Bogenschütze. Der ist draußen. Der striegelt da noch immer an seinem Zaumzeug. Ja, das ist das Zaumzeug vom Pferd. Sattel und so. Jetzt. Und tschüss. Gut. Dann gehen wir nach unten. Wir brauchen noch ein paar Flaggen. Hier gibt es noch vielleicht noch was. Eisen, wusste ich's doch. Der Gute hat vielleicht noch ein paar Vorräte für mich. Nein, doch nicht. Mit seinem hässlichen Didgeridoo da, echt. Von der anderen Seite komme ich besser aufs Schiff, oder? Aha. Von der Seite nämlich. Halt. Nein, ist nur dieser eine. Jawohl. Und? Hopp. Klar. Und tschüss. Striegel, striegel das Boot. Ruhig weiter. Jetzt verteile ich ein bisschen dein Blut drauf. Das ist auch gute Imprägnierung. Entschuldigung. Was war das? Ohne Aufzeichnung. Lesen wir doch gleich mal. Gespräche mit dem Khan 4. Kultun Khan spricht in letzter Zeit oft von seiner Heimat. Er war sein Leben lang Adlerjäger. Als er sich dem Goryeo-Flugzeug-Feldzug anschloss, schenkte er seinem geliebten Goldadler, den er kleiner Bruder nannte, die Freiheit. Dann wandte sich unser Gespräch wieder der Politik zu. Das Reich ist voller rivalisierenden Familien und Stämme. Ähnlich wie bei uns Clans. Er erzählte mir von dem Kampf, der nach dem Tod von Genghis Khan um seine Nachfolge ausbrach. Vor etwa 10 Jahren trat Kublai als Sieger hervor. Aber das heißt nicht, dass er das auch bleiben wird. Kultun meinte, der größte Fehler von Kublains Rivalen war, dass sie sich zu sehr auf die alten Sitten der Steppe versteift hatten. Er vergleicht das mit Fürst Jimurans blinden Vertrauen auf die Traditionen der Samurai. Okay.
Ich sag ja, diese Mongolen, die sind nicht so barbarisch. Wenn man das jetzt so hört, ne, da sind die eigentlich schon ein bisschen gebildet. Oh, das war nix. Verdammt, das war nix. Der ging voll daneben. Erstmal zurückziehen. Er hat Alarm gegeben, aber keiner reagiert. Na doch, ein paar. Am Feuer, die sind auch weg. War aber falscher Alarm. Leichen wurden auch gefunden. Wie konnte ich so verfehlen? Aha. Da ist ja der große Boss. Es ist dunkel. Hä? Was? Was? Verdammt! Hup! Was macht er? Springt er doch runter und kommt. Er will unbedingt den Kampf. Er will ihn unbedingt haben. Du kannst ihn haben. Komm nur hier hoch. Hab ich dich! Zack! Na komm! Oh, der war gut. Okay. Das war's. Gut. Den haben wir davon gelockt und getötet. Aber wieso kam der eine jetzt da gerade hoch? Das war seltsam, dass der mich entdeckt hat. Na gut, die sind alle... Alle in Höchstalarm jetzt, ne? Ach, guck, das ist eine Kiste. Okay. Genau auf seinen Schädel. Hey. Oh oh. Arsan Hunigen Olchi. Yamar Negium Harvo. Verdammt. Serem Stebe. Acha Dotron. Uchtesodono. Jetzt habe ich ein Problem. Uchtanogona! Zack! Erwischt! Sehr schön. Und wieder einer weniger. Der Dicke. Da kommt er. Hab ich dich! So. Das war's.
mir deine Vorräte. Es sind bestimmt auch noch irgendwelche Vorräte dabei. Noch einer, der sich hier aufhält. Der mit der Flagge. Oh. Wo willst du denn hin? Bleib hier! Okay. Wollte gerade Alarm rufen. Aha. Ein Mongolen-Artefakt. Und zwar eine Schwarzpulverkanone. Die Verbreitung der Schwarzpulvertechnologie in Europa während des Hochmittelalters ist hauptsächlich auf die Verwendung von Sprengstoff und Feuerwaffen durch die Mongolen zurückzuführen, die sich über Asien hinaus ausbreiteten. Schwarzpulver spielt auch eine große Rolle bei der mongolischen Eroberung Chinas. Einer der bedeutsamsten dieser Waffen während der Invasion Japans ist eine kleine Bombe, die verwendet wird, um die Pferde der Samurai zu verwunden und in Panik zu versetzen. Das ist die Schwarzpulverkanone. Okay, cool. Sonst ist hier keiner mehr, oder? Ach, da draußen. Und tschüss. Okay. Alles klar, da muss ich nachhalten. Damit jage ich das Boot in die Luft. Halt, was ist das? Dein Ernst? Okay. Ja. Es sind nur noch zwei. Okay. Jin kills Lord Samurai. Danke für dein Follow. Willkommen im Stealth-Team. Ich höre doch Gehämmer. Ah, da ist noch einer. Dieses Loch brauchst du nicht mehr flicken. Denn ich mache jetzt noch ein viel größeres Loch in das Boot. Sobald ich die letzte Fahne habe, ja. Flagge, ja. Na gut, Flagge ist auch nicht verkehrt. Ah, hier ist noch eine Kiste. Ah, Vorräte. Gut. Vorräte brauche ich auch gerade. Und tschüss. Bye bye. Das war der letzte. Oder? Ja. Glaube schon. Ja, mit den Vorräten. Sonst noch irgendwas hier? Außer Pfeile, aber Pfeile bin ich voll. Was lag hier? Auch Pfeile. Also gut. Dann zerstören wir das Boot.
Sehr schön. Und weg hier. Geschafft. Schön leise und effizient eingenommen. Zerstöre die Werft. Abgeschlossen. Okay, Technikpunkt verdient. Neuer Technikpunkt verfügbar. Schon wieder. Jin am Schlafen. Mit KG. Voll das coole Bild. Es war ja leicht. Zeit zum Aufstehen. Auf geht's, KG. Wir müssen weiter. Das ist ja cool gewesen. Okay, jetzt haben wir das, dann machen wir jetzt Geflüster im Wald. Oh ne, davor holen wir noch dieses Fragezeichen und dann machen wir Geflüster im Wald. Hüa! Hüa! In diese Richtung. Bla. Da reiten schon wieder irgendwelche Verdammten. Da auch schon wieder. Na, dieses Mal haben sie einen Gefangenen. Das schreit nach einer Herausforderung. Ich fordere euch heraus. Los. Samurai-mäßig. Hey. Ja, du bist der beste Kämpfer! Oh ja, bist du. Wow. Das ging schnell. Okay. Ja. Au. Au. Alter! Halt dich mal raus! Verdammt! Ah! Verdammt! Nein, du Hund, Alter, von hinten! Feiger Mongole! Erster Tod heute. Und dann auch noch so unehrenhaft. Ich wollte diese Menschen retten! Verdammt! Hey, was? Wo? Wohin? Hä? Ja doch, hier hoch. Ein Fuchs. Langsam. Okay, besser in die andere Richtung. Na los, kleiner Fuchs. Lauf! Ist er ja. Dann ehren wir ihn wieder. Hi. Oh.
Und wir haben einen weiteren Talismanplatz. Cool. Jawohl. Danke für deine Hilfe. Okay. KG! KG! Ah, da bist du ja. Brava, KG. Gut. Ja, dann haben wir jetzt auch diesen Fuchsbau und dann machen wir uns auf den Weg natürlich jetzt zur Quest. Let's go! Ein Tier. Wildschweine. Wie viele Pfeile habe ich? Verdammt, der war daneben. Der hat getroffen. Naja, wenigstens einer. Ah! Scheiß Baum. Der hätte treffen können. Ja, auch. Ah, ich reich. Verdammt! Hä? Ein Vogel. Ah. Was ist hier? Ich komme. Hier gibt's noch was. Was ist das für ein Ort? Säulen der Ehre. Oh. Sehr schön. Frühlingsbambus. Cool. Ja, dann ne? Machen wir den gleich mal rein. Auch cool. Haben wir grüne Schwerter. Ich danke dir. Nice. Endlich mal wieder ein bisschen was für mein Aussehen gefunden. Na, da oben ist... Flotter-Kage! Flotter-Kage! Kashi, was? Kashi. Achso, ja, ich bin in dem Gebiet. Aber ich hab noch. Ich hab sie noch aktiv. Ja. Okay. Hier ist auch wieder ein... War ich hier schon? Ja, ne? Hier war ich schon. Oder? Oh nein, ich habe das Stirnband vergessen. Na gut, dann holen wir uns das noch schnell. Gleich daneben wieder. Wie dumm. Dreckige Diebe. Hm. Die kann ich herausfordern. Los! Ihr seid der beste Krieger. Dann zeigt, was ihr drauf habt. Hi! Du entkommst mir nicht. Und der nächste. Na los! Greift an! Deckung!
Verdammte Diebe. Ihr verdient nichts anderes. Und die Vorräte gehören mir. Penner. So. Wo ist das Ding zum Sinieren? Ach, gleich da oben. Ich hab's voll übersehen. Ah, ich sehe es. Naja, woher soll ich wissen, dass da gleich nebendran was ist? Naja. Okay. Über Frucht sinieren. Furcht. Frucht. Jetzt habe ich auch noch falsch gelesen. Geheimes Versteck. Flüstern. Nähert sich. Geheimes Versteck. Die Schatten locken voran. Schnell greift die Dunkelheit um sich. Verborgenes Netz. Fast alle. Oh, cool. So voll stealth-mäßig. Er sinniert gerade voll stealthig. In Todesrüstung. Oder? Der Blick entrückt. Gibt's noch eins? Weiter oben? Ja. Nächtliches Licht lenkt. In Todesrüstung. Let's go. Geheimes versteckt. Verborgenes Netz. Fast alle. In Todesrüstung. Nice. Okay, ein neues Sturmband. Lass mal gucken, wie sieht denn das aus? Oh, das ist auch cool. Passt auch zu uns. Geheimes Versteck, verborgenes Netz, fast alle in Todesrüstung. Das ist dieses Sturmband der Furcht. Gut. Ja, dann jetzt wieder zurück. Kage! Braves Pferd, Kage, los! Achso, ich muss erst wieder ein... So, jetzt machen wir die Quest. Nice. Sind schon wieder welche. Diebe. Los jetzt, Kage. Ja, los. Die umreiten wir. Wow. Hier hängen welche. Was ist hier passiert? Haltet euch fern, mein Herr. Die Geister rachlustiger Samurai suchen diesen Wald heim. Ja? Dann erzählt mir doch von den rachsüchtigen Geister. Warum erzählt ihr solchen Unsinn? Es ist wahr. Dies war einst ein Ort der Zuflucht. Jetzt verschwindet jeder, der den Wald betritt, spurlos. Wir sind im Krieg. Leute verschwinden. Doch selbst die Mongolen fürchten diesen Ort. Wartet bis zum Einbruch der Nacht, mein Herr. Dann schleicht der Tod im Wald umher. Geflüster im Wald. Ab morgen werdet ihr nicht mehr von mörderischen Geistern schwafeln. Ich bete, dass ihr recht habt, mein Herr. Dann suchen wir mal. In diesem Wald sollen also Geister hausen.
Lichter. Ich sehe keine Geister. Hier lebt denn jemand. Verlassen. Laterne anzünden, Schrein reparieren, den Kamin, einen Ofen anbringen. Die Stimmen ignorieren, die Stimmen ignorieren, die Stimmen ignorieren. Komisch. Der Jagdwald war lange vor mir da und wird noch stehen, wenn ich schon längst fort bin. Der Legende zufolge ist jeder Baum die Seele eines Samurai, der bei der Verteidigung der Insel gestorben ist. Sind sie die Stimmen, die ich höre? Schreien sie vor Schmerzen? Flehen sie uns an, ihre Opfer zu vergelten? Oder wollen sie uns vor etwas warnen? Uns selbst jetzt noch beschützen? Oder uns selbst noch, ja. Egal. Da ist noch ein. Der Hüter vernahm des Nachts seltsame Laute. Dann verschwand er. Ich bin erschöpft. Nacht für Nacht höre ich ihre Stimmen. Manchmal scheint das Flüstern mit dem Wind von weit her zu kommen und verschwindet, als es gerade mein Ohr erreicht. In anderen Nächten dagegen fällt es mir an und reißt mich aus meinem Träumen. Was fällt es mich an und reißt mich aus meinen Träumen? Ich wache dann mit klopfendem Herzen auf und jeder Atemzug liegt mir schwer auf der Brust. Heute bleibe ich wach. Ich werde den Stimmen folgen. Ich werde herausfinden, was sie von mir mittlerweile wollen. Egal. Okay. Das waren 3 Schriftrollen. Noch eine hier irgendwo versteckt. Vielleicht spukt es ja doch in diesem Wald. Ich höre einen Fuchs. Hey, kleiner Fuchs. Zeig mir, wo in diesem Wald ein Schrein ist. Los. Da. Ich danke dir. Sehr schön. Und wieder ein Schrein gefunden. Was ist das? Enthauptet. Der Mörder wollte wohl Geschichten über rächende Samurai nachahmen. Aha. Ein enthaupteter Mann. Hier war noch jemand. Vielleicht konnte er entkommen. Was? Vergiss es! Was ist das, ein Wolf? Nein, das ist ein Hund. Was ist das für Licht? Enthauptet. Er wollte anscheinend vor jemandem flüchten. Ist das der zweite? Gruselig hier. Ich scheine auf der richtigen Fährte zu sein. Da hinten. Ein Lagerfeuer. Jemand muss dort sein.
Jemand ist dort. Enthauptet aber. Das ist nicht lange her. Der Mörder kann nicht weit sein. Hier rennt einer rum und enthauptet die armen Leute. Da ist jemand langgelaufen. Spuren. Zwei Stück. Okay, den Spuren hinterher. Weitere Enthauptete. Das soll die Leute abschrecken. Das sieht krank aus. Junge, Junge. Da ist einer mit einer Fackel. Da sind mehrere Leute. Stimmt. Sogar die Mongolen machen einen Bogen drumherum. Bandit. Dieser Samurai-Klinge Köpfe abzusäbeln macht keinen Spaß. Aber wenn wir den Wald dann für uns haben. Dreckige Diebe. Ich zeig denen, wie man das Fürchten lehrt. Ich bin nämlich ein Schatten. Der Dämon von Tsushima! Zack! Ja! Und zack! Das war's. Der Wald ist sicher. Ich erzähle dem Mann am Wegesrand eine neue Geschichte. Der andere ist einfach geflohen. Der wird richtig erzählen. Dämonen im Wald, sie haben zugeschlagen. Ja. Seide haben wir noch. Leder. Was? Noch etwas? Nein. Okay, gehen wir wieder zurück. Noch mehr Tote. Das sieht aber aus wie Samurai-Rüstungen. Okay. Okay, wir müssen nur den Lichtern folgen. Ah, da ist der KG. Mein Herr, ihr habt die Nacht überlebt. Ja, hab ich. Und ihr eine neue Geschichte zu erzählen. Mörderische Banditen nisteten sich einst im heiligen Wald ein. Doch die Samurai-Geister, die den Wald beschützten, wurden wütend. Der letzte Krieger des Sakai-Clans hörte ihr gepeinigtes Heulen. Er befreite den Wald von den Mördern. Und die Geister der gefallenen Samurai waren dankbar. Eine gute Geschichte. Als hätten die Samurai-Geister euch gerufen, um ihren Wald zu retten. Gut, oder? Geflüster im Wald. Abgeschlossen. Gut, Talisman der zweifachen Zerstörung. Junge, Junge. Ja, wir haben sowieso